Moin moin Leute und willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Smaragd? Stimmt das? Ich glaube schon. Ah, diese Klänge der Heimat. Wunderschön. Ich weiß nicht, haben wir uns im letzten Part hier umgeschaut? Ich glaube, ja, nein. Während eines Kampfes können Pokémon manchmal ein Level dazu gewinnen und stärker werden. Nein, hier waren wir noch nicht. Das habe ich nämlich nicht gelesen. Sobald deine Team-Pokémon stärker geworden sind, kannst du auch andere Orte bereisen. Okay. Nur wenn die stärker geworden sind. Okay, cool. Hi, ich arbeite im Kommst du einmal mit mir? Nun gut, ich weiß nicht, mit fremden Männern weggehen ist eigentlich nicht immer so das Beste. Aber gut, dies ist ein Pokémon-Supermarkt. Er ist an einem blauen Dach erkennbar. Wir verkaufen eine Menge nützlicher Dinge, wie Pokébälle, mit denen man Pokémon fängt. Hier, dies ist ein Item, quasi als Werbegeschenk für dich. Wow, ein Trank! Ein Trank kannst du jederzeit eingesetzt werden. Ja, kannst du jederzeit eingesetzt werden, Patrick, genau. Doch hier ist er in manchen Situationen wertvoller als ein Pokémon-Center. Das stimmt, weil in den Pokémon-Center muss man immer so weit zurücklaufen. Ich glaube, wir können uns sowieso noch nichts leisten, weil wir gegen keinen Trainer gekämpft haben. Oder haben wir gegen einen Trainer gekämpft? Ich glaube, nur gegen wilde Pokémon. So, schauen wir nochmal in das Haus rein. Oh, ich will eine Tasse Tee schlürfen. Kann ich nicht. Dann war es wahrscheinlich Kaffee. Nur gut. Das Pokémon auf der linken Seite der Liste tritt in den Kampf als erstes an. Hast du mehrere Pokémon in deinem Team? Stelle sie so der Reihe nach auf, wie es für den Kampf am günstigsten ist. Das kann ein Vorteil für dich sein. Das stimmt. Vorausgesetzt, man weiß schon zuvor, was der gegnerische Trainer so für Pokémon hat. Wenn man das nicht weiß, bringt das nicht so viel. Route 103. Wir laufen natürlich einfach mal weiter, so abenteuerlustig wie wir sind. Mein Pokémon ist unglaublich müde. Ich hätte einen Trank mitnehmen sollen. Ja, komm, durch die zwei, drei Grasbüschel kannst du auch noch durch, ohne dass da ein wildes Pokémon kommt. So viel dazu. Bei mir kommt am ersten schon eins. Ein Tiefchen. Oh mein Gott, das mich böse anschnort mal wieder. Rango, das machst du fertig. Oder ich flüchte mal. Das ist natürlich anfangs eigentlich gar nicht so gut. Aber ich sehe, dass da oben dieses Mädchen da ist. Und ich weiß nicht, vielleicht will die ja gegen uns kämpfen. Oder will die nur knutschen. Mal sehen, das Pokémon von Route 103 Oh, hi Patrick. Jetzt habe ich meinen eigenen Namen falsch ausgesprochen. Ich weiß, ich sehe schon. Mein Vater hat hier ein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch kämpfen. Ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. Okay. Gerne doch. Gerne doch. Hosterin. Ja, Flemli. Ja, das habe ich mir schon beinahe gedacht. Das ist natürlich nicht so gut. Das Ding ist Level 5. Wir können natürlich hoffen, dass das noch nichts mit Feuerattacken kann. Pfund ist da, denke ich, die beste Methode. Und ein Volltreffer. Ey, du hast es drauf. Jawohl, kann nur Kratzer. Vielleicht hat es auch schon Glut erlernt und hat mich jetzt verarscht, hat Kratzer eingesetzt und jetzt kommt Glut gleich und tötet mich dreimal. Oder so. Aber nein. Also da muss noch ein bisschen üben hier, ne? Also deins war ja viel schwächer. Ich meine, ein Level unten drunter. Geht gar nicht, geht gar nicht. Wow, das war spitze, Patrick. Du bist ein Naturtalent. Ja, 300 Pokédollar. Hättest ein bisschen spendabler hier sein können. Aber egal. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Ich meine, du hast dein Pokémon erst seit kurzer Zeit und es mag dich bereits. Du auch? Du wirst es einfach haben, dich mit jeder Art von Pokémon anzufreunden. Nun wird es aber Zeit, zurück ins Labor zu gehen. Okay, das war eine Ansage. Dann mache ich das natürlich auch. War da oben ein Item? Nein, da lag nichts. Jetzt können wir hier natürlich diese schönen Teile runterjumpen, ohne dass ein wildes Pokémon kommt. Rosalstadt. So, erstmal wieder das Pokémon heilen, weil ich meine, die hat uns ganz schön zugesetzt mit ihrem Flemli. Wird in Zukunft aber wahrscheinlich noch ein bisschen härter auf uns zukommen, denn ja, sobald das Ding eine Feuerattacke kann, sieht's übel aus. Dann brauchen wir natürlich andere Teammitglieder, die wir auch in Kürze bekommen werden, denke ich. Oder, ja, ich weiß nicht, ob in Kürze. Irgendwann auf jeden Fall. Aber im Moment, ich höre doch nicht auf ihre Anweisungen. Gehen wir direkt weiter. Wow, what the fuck? Ah, warte. Bitte nicht dort entlanglaufen. Ich habe dort Fußspuren eines seltenen Pokémon gesehen.
Warte, bis ich fertig bin, sie abzuzeichnen, okay? Okay, Freak. So. Ja, zeichnen habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Wir haben kein BK in der Schule zurzeit und demnach läuft da nicht so viel. Patrick, hier entlang. Lass uns nach Hause gehen. Ja, okay. Hast du mir schon mal gesagt. Aber danke, dass du es nochmal wiederholst, weil hätte ich fast vergessen. Fast vergessen. So. Wurzelheim. Ist das vielleicht so, weil hier meine Wurzeln liegen? Naja, eigentlich ja nicht. Es ist ja frisch umgezogen worden. Oh, hallo Patrick. Ich habe gehört, dass... Ah, der heißt hier also Professor Björk. Oder Birko? Nee, Björk hört sich... Ach, egal. Ich habe gehört, du hast Maike besiegt. Super. Das war dein erster Kampf gegen einen Trainer. Maike, ich hätte gedacht, das wäre eine Trainerin, aber... Nun gut, dann anscheinend doch nicht. Maike hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen. Maike besitzt eine respektable Geschichte als Trainerin. Hier. Und das hilft mir bei meinen Forschungen. Aber ich denke, du kannst den Pokédex doch auch ja, gebrauchen. Gerne doch. Nehme ich an. Ist ein hochentwickeltes Gerät. Technisches. Ja. Das automatisch jedes Pokémon, das du siehst oder fängst, registriert. Maike geht nie ohne ihm aus dem Haus. Immer wenn mein Kind ein seltenes Pokémon fängt, kommt es und zeigt mir den Eintrag im Pokédex, während ich draußen forsche. Das ist ja eine schöne Geschichte. Oh wow, Patrick, jetzt hast du auch einen Pokédex. Das ist ja toll, genau wie ich. Ich habe hier etwas für dich. Pokébälle! Woo! Ganz viele Bälle! Ja, da... Schöne Bälle hat die mir gegeben. Es macht unheimlich viel Spaß, all die verschiedenen Pokémon zu fangen. Ich schaue mich wirklich überall um, denn ich will die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Sobald ich niedliche Pokémon entdecke, fange ich sie mit Pokébällen. Ja, niedliche Pokémon dann einfangen, ne? Weil die auch wehrlos sind. Das ist wieder ziemlich böse. So, wollen wir nochmal bei der Mutter vorbeigucken? Ich hab gedacht, ja, jetzt steht die vor der Door. Patrick, hast du dich schon von Professor Birke hier vorgestellt, ne? Ah, oh, was ein hübsches Pokémon. Das ist von Professor Birke erhalten, oder? Ja, toll. Scheiße. Du bist das Kind deines Vaters? Achso, ja? Wie, hä? Doch, stimmt schon, glaube ich. Auch wenn ich mir da natürlich nicht so sicher bin. Wunderbar. Du siehst gut aus mit deinem Pokémon. Hier, Liebling, für eine Abenteuerreise sind diese Turbo-Treter wie geschaffen. Sie werden deinen Schritt beschleunigen. Oh yeah, die hätte ich auch gerne mal in echt. Das wäre echt manchmal ganz nützlich. Ja, B-Knopf gedrückt halten, wie ganz klassisch. Das gab es ja auch schon ein bisschen früher. Sich vorzustellen, dass nun dein eigenes Pokémon besitzt. Dein Vater wird überglücklich sein. Aber sei vorsichtig. Sollte etwas passieren, komm wieder nach Hause. Lauf! Schnapp sie dir alle, Schatz! Nun Gott, ich werde es versuchen. Aber du machst mir hier auch echt extrem viel Druck. Das finde ich, ja, nicht so schön. Gut. Ich beschwere mich mal nicht. Die hat mir hier ein großes Geschenk gemacht mit den Turbotretern. Bist du fertig? Ich habe die Fußspuren eines seltenen Pokémon abgezeichnet. Ja, das hast du mir vorher erzählt. Aber hinterher habe ich festgestellt, dass es nur meine eigenen Spuren waren. Oh Gott. Alec! Ist der blöd! So, ist hier oben ein Trainer? Item? Ich werde jede Menge Pokémon fangen. Ja, dann streng dich mal an, weil anscheinend scheinst du noch keins zu haben. Das hier dürfte dann ein Routentrainer sein. Wenn du Pokémon bei dir hast, bist du offiziell ein Pokémon-Trainer. Daher kannst du meine Herausforderung nicht ablehnen. Warum sieht man die dann eigentlich nie miteinander kämpfen, wenn die direkt nebeneinander stehen? Ich weiß es nicht. So, auf der hat ein Pfiffchen, das hat er wahrscheinlich hier gerade im hohen Gras gefangen, weil er sich ja so viel Mühe damit gegeben hat, ne? Ja, toll. Pfund! Bam! Hat reingehauen. Jauler. Jauler heißt das hier. Hieß das nicht immer Heuler? Na gut, dann eben Jauler. Okay, anscheinend brauchen wir drei Hits und dann ist das fertig.
Ja, das steigert zwar seinen Angriff, aber wenn ich es jetzt down bekomme, dann bringt dir das auch nicht mehr so viel, ne? Wollte ich nur mal anmerken, aber im Grunde ist es natürlich immer gut, den Status etwas zu erhöhen. So, Verteidigung plus 0. Ja, super. Da freue ich mich aber. Ich habe verloren. Ja, das hast du gut bemerkt. 80 Pokédollar, ey. Das sind ja arme Schlucker hier. Aber kein Wunder, diese haben ja auch keine gescheiten Pokémon. Unsere Augen haben sich getroffen. Ich kämpfe mit einem Käfer-Pokémon gegen dich. Oh, Scheiße. Käfer-Pokémon hört sich nicht so gut an. Gegen Pflanze fällt mir da ein. Ja, das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Ein Waumpel. Das will ich jetzt mal sehen. Ist dann Normalattacke normal effektiv oder nicht sehr effektiv? Okay, normal. Oder ist Pfund? Ja, doch, Pfund müsste schon eine Normalattacke sein. Gut, das war jetzt nicht so das Problem, aber wenn wir es dann mit einem Scaraborn oder so zu tun haben irgendwann, wird das schon übel. Okay, hat zwei Pokémon. Nochmal eins. Auf selben Level? Ja, okay, das sollte jetzt nicht so das große Problem werden. Ja, tackle mich weg, du blöde Sau, denn du bist dumm und ich bin schlau. Wer kennt den Spruch? Na, na, wo kommt er vor? Ich weiß es. Wer hätte das gedacht, sonst hätte ich es ja wahrscheinlich auch nicht gesagt. So. Aua, besiegt und verloren. Was? Nein, das habe ich schon wieder falsch gelesen. Ich bin dumm. Ja, ich habe hier schon Milliarden Stunden Schule heute hinter mir. Da darf ich das sehen. Ich bin nicht groß. Ich versinke im hohen Gras. Das Gras erreicht meine Nase und. Ja, danke, dass du mir ins Gesicht geniest hast. Das war echt nicht nötig. So, bist du gerade erst Trainer geworden? Dann sind wir ja beide Anfänger. Okay, er gibt's wenigstens zu. Das finde ich nobel. Das finde ich nobel von ihm. So sollte das jeder machen. Der Hugo. Ein Zickzacks. Ja. Wisst ihr was? Wir versuchen jetzt einfach mal oder wir probieren aus. Absorber, denn ich meine, uns fehlen 4 KP und so können wir ja nicht weiter rumlaufen. Das macht ja gleich einen schlechten Eindruck, als würde ich mein Pokémon nicht pflegen. Deshalb Absorber und ja, doch, das zieht eigentlich ganz in Ordnung ab, würde ich sagen. Ich möchte jetzt mal im Vergleich Pfund sehen. Ja, zieht minimal mehr ab, aber wirklich nicht viel. Denn auf Absorber ist natürlich noch Step drauf, bedeutet, die Attacke ist ein bisschen stärker. Bei Rango, denn ist ja ein Pflanzen-Pokémon. So, Level 9. Ey, das geht ja ganz schön fix hier. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich denn so für Team-Pokémon nehme. Das wird mit der Zeit dann, denke ich, schon kommen. Ja, Schwalbini, das ist jetzt natürlich nicht so schön. Da würde Absorber auf keinen Fall sonderlich viel bringen, aber jawohl, ein Volltreffer. So lobe ich mir das. Ich habe dich angesprochen, weil ich dachte, ich könnte dich besiegen. Ach so, okay. Das hat sich jetzt wieder erledigt. Davor war er ehrlich und nett und ja, hat gemeint, ja, ich bin auch Anfänger, komm. Dann ist ja eine faire Sache, wenn wir gegeneinander kämpfen. Und am Ende hat er gemeint, dass er das nur gemacht hat, weil er gedacht hat, er könnte mich besiegen. Finde ich nicht okay. Ja, wir haben hier so Bäumchen. Also die Bären liegen nicht mehr einfach so auf dem Weg. Ich glaube, die können auch noch auf dem Weg liegen, oder? Aber ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall wachsen die hier so an so Sträuchern. Ich nenne es mal Sträucher. Ja. Ja, eher Sträucher als Bäume. Wow, wow, wow. Der hat sich genau im richtigen Moment umgedreht. Mein Ziel? Stets gewinnen und der beste Trainer aller Zeiten werden. Hilf mir bei meiner Karriere. Also willst du, dass ich freiwillig verliere? Ja, habe ich das richtig verstanden, ne? Hier. Die Göre ist ganz schön arrogant, muss ich hier mal sagen. Also nee, so kommst du bei mir nicht an. Ja, wieder ein Zickzack. Ich setze nochmal Absorber ein. Weil, ja, KP zurückbekommen ist immer eine gute Sache. Wenn ich jetzt Pfund einsetze, wird das wahrscheinlich sowieso nicht ganz reichen. Deswegen setze ich jetzt einfach dreimal Absorber ein. Ziehen wir durch, schauen wir hin. Erste Arena, weiß ich gar nicht mehr, was da so war. Welche Pokémon oder welche Art von Pokémon, besser gesagt. Denn ich habe ja nur Rubin gespielt, aber das ist jetzt wirklich schon wieder ewig her, weil
Pokémon Blattgrün war ja echt ein langes Projekt und ja, sonderlich durchgeholzt habe ich das jetzt auch nicht. Ich habe mir da ja so ein bisschen Zeit gelassen. Oh, sorry, falls ihr da gerade einen Sound gehört habt. Das war, weil ein Rollercoaster Tycoon 3 Part fertig gerendert hat. Das ist aber schön. So, noch ein Volltreffer, ey. Ich habe echt gerade ein bisschen Glück, was die Volltreffer angeht, habe ich so das Gefühl. Ja, okay. Sporenwert von Knills vergiftet Rango. Naja, das ist natürlich uncool. Es gibt auch Gifton, das bewirkt dasselbe, glaube ich. Aber hier heißt das irgendwie anders. Sporen, irgendwas. Ich habe es schon wieder vergessen. Habe ich denn ein Gegengift? Ich habe kein Gegengift. Sicherlich habe ich kein Gegengift, oder? Nein, woher denn? Ja gut, dann laufen wir schnell zurück. Schnell zurück. Nein! Kein wildes Pokémon. Ich kann jetzt echt keine KP mehr verlieren. Das tut nicht gut. Das kann ich gut tun. Aber gegen einen Wurmple kämpfe ich trotzdem kurz. Das muss sein. Ah, ich hätte natürlich auch Absorber einsetzen können. Dann hätte ich ja nochmal ein paar, ja, bekommen können. Gift verletzt. Au, 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 au. Es tut weh. Beziehungsweise, ich weiß nicht. Nein! Ich wusste, dass es nicht sehr effektiv ist, aber ich hätte gedacht, das reicht trotzdem. Fadenschuss, ja. Senk meine Initiative. Mach's halt. Es macht mir nichts aus. Ich sag dir, ich bin trotzdem schneller. Hoffe ich jetzt einfach mal. Wäre zumindest cool. Ja, bin ich auch. Klasse Typ. Also ich finde es echt mal ganz cool, dass ich hier auch mal den St Pflanzenstarter würdige. Ich denke, das ist in Ordnung und ja, beschwert euch nicht. Auch wenn ich denke, dass ich letztes Mal mit dem Wasserstarter auch gut bedient war, weil das ist ja Wasserboden und das ist eigentlich schon eine ziemlich coole Combo. Ja. Die würde ich ganz gerne heilen. Dann gehen wir noch kurz in den Markt und schauen uns mal, was wir mit unserem kleinen Taschengeld uns so kaufen können. Weil, wie wir gesehen haben, ein Gegengift wäre schon ganz nützlich. Und ich denke mal, das dürfte es hier schon geben. Zwei Tränke haben wir ja schon, glaube ich. Kaufen würde ich ganz gerne. Und zwar Pokebälle, wie viele haben wir davon? Fünf. Ja, dann würde ich sagen, das reicht erstmal. Tränke. Kaufen wir mal noch drei dazu, dann haben wir davon auch fünf. So, Gegengift auch mal fünf. Paraheiler auch fünf, ja. Und Aufwecker, die können wir später vielleicht auch noch irgendwann gebrauchen. Ich denke hier am Anfang jetzt noch nicht so. Aber da holen wir uns auch mal drei. Und dann sind wir auch schon wieder alles Geld los. So, da habe ich aus Versehen die Feststelltaste reingehauen, statt hier auf Tabulator heißt die Taste, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall diese zwei Pfeile da, ne? Weil da ist bei mir B. Also Sprinten. Und wir sehen uns dann im nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dann und ciao. Tschüss.